Ja, Peter Jehle, heute bist du ein bisschen gefahren gewesen, gell? Ja, es war ein intensiver Match für uns alle heute. Jetzt ist die Mannschaft stehen K.O., aber auch glücklich mit dem Punkt, den wir geholt haben. Ich glaube, wir haben ein riesiges Kämpferherz bewiesen. Und ja, wie sieht, sind sehr zufrieden, dass wir etwas mitnehmen. Es ist immerhin ein Punkt, aber es wäre definitiv mehr drin gelegen. Ja, ich denke, wir haben hervorragend die ersten 20 Minuten gespielt, wo wir natürlich noch verdient. Die Führung sind sensationelles Goal von Sandro. Den haben wir nachgelassen, aber auch erzwungen gewesen von Moldawien, weil sie enorm Druck aufgebaut haben. Was sehr, sehr unglücklich war, ist das 1-1 kurz vor der Pause durch einen individuellen Fehler. Aber es kann passieren und wir haben gut reagiert als Mannschaft. Und am Schluss, wie gesagt, ist es nochmal auf Messerschneide gewesen. Ist eine richtige Abwehrschlacht geworden und schlussendlich sind wir sehr zufrieden mit dem Punkt. Ja, Montag wieder das erste Training beim FC Vaduz. Freust du dich schon? Ja, ich freue mich. Die Jungs trainieren wieder, ich noch nicht. Wir haben nochmal ein paar Tage frei bekommen, die Nationalspieler, und es tut wahnsinnig gut. Ja, Sandro Wiese, 1-0 geschossen, so ein schönes Tor gewesen. Wie ist die Situation entstanden? Ja, ich habe einen Doppelpass gespielt mit dem Sean Yildiz und habe mich wieder angeboten und dann gut mitgenommen und habe gedacht, ich probiere es mal von dieser Distanz, weil ich im Training schon so ein ähnliches Goal geschossen habe, im Abschlusstraining, und dann ist es zum Glück eingegangen. Ja, schönes Eck, oder? Ja, mal, ich glaube, ich konnte nicht mehr genau reden. Ja, es ist ein ziemlich schönes Eck eingegangen. Danach hat das Spiel eigentlich relativ, aus der Hand genommen. Ja, wir sind super ins Spiel gekommen, viele Chancen gehabt, könnten eine höhere Führung gehen, haben wir es leider verpasst. Und dann sind sie besser ins Spiel gekommen. Wir sind teilweise am Ball hinterher nachgelaufen, aber haben als Mannschaft super gekämpft über 90 Minuten und denke, der Punkt ist verdient. Wie hast du das Gegentor gesehen? Ja, es ist ein individueller Fehler, der halt immer passiert oder kann passieren. Und in dem Fall ist es leider ein Goal gewesen. Aber wir haben uns wieder gut gefangen und ja, weiter ist es gegangen. Tja, Mario Frick, 1-1 gegen Moldawien. Zufrieden mit dem Spiel? Jein. Also wir haben super angefangen. Ich glaube, die ersten 20 Minuten haben wir riesige Chancen, um den Match vielleicht schon zu entscheiden. Das hat uns vielleicht gewöhnlich Glück gefällt, wenn wir jetzt 2-0 machen, noch ein sensationeller Führungstreffer von Sandro, dann wäre es natürlich wahrscheinlich gelaufen gewesen. So haben wir eine Art viel Glück beansprucht. Nach 20 Minuten hat jemand den Stecker gezogen, sind Kräfte geschwunden, sind wir richtig geschwommen. Moldawier haben dann verdient ausgelegt, haben ihre Meinung noch. Die zweite Halbzeit war ein bisschen ausgelehnt, aber ich denke, dass sie eine Chance plus geben und dass für uns ein glückliches Remis ist. Warum hat man die gefühlten 100'000 Chancen nicht genutzt? Eben, es fehlt sehr gewöhnliches Glück. Es ist immer einmal dazwischen gegangen. Also, da haben wir sehr haben wir Pech gehabt. Aber insgesamt ist schon mal positiv, dass wir so viele Chancen hatten. Ich glaube, gegen die Schweiz sind wir zu einer einzigen Chance gekommen. Und heute haben wir gezeigt, dass wir einen Wellen gewinnen. Aber ja, wie gesagt, das gewöhnliche Glück gefällt. Gut, die Schweiz und Moldawien sind ja zweierlei. Schon herzlichen Dank.